Fantastic. Guten Tag und willkommen zu einem neuen Spieletest von mir. Und dieses Mal, ja, da handelt es sich um das Spiel Fallout Shelter. Ein Spiel, was momentan im iOS Store alle Rekorde bricht. Und ich möchte euch in diesem Video einfach mal, ja, einen kleinen Einblick gewähren in das Spiel. Möchte euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Vielleicht kann ich den einen oder anderen, ja, dazu bewegen, es sich mal runterzuladen und mal zu testen. Es ist wirklich ein sehr cooles Spiel. Und wir wollen einfach mal reingehen in das Spiel. Es geht darum, es ist so eine Art Apokalypse. Ihr müsst einen Bunker erstellen und in diesem Bunker seid ihr der Aufseher. Glückwunsch! Voltec hat dich zum Aufseher von Vault 86 ernannt. Und ja, es geht darum, die Leute zu schützen, wie ihr das ja seht, von den Gefahren des Ödlands. Es ist so ein kleines Aufbauspiel, man muss immer alles im Griff haben, man muss immer alles im Blick behalten und so weiter und so fort. Es gibt immer eine Leistungsbewertung jeden Tag. Wir wollen einfach mal ganz Schritt für Schritt reingehen und werden dann sehen, was es damit auf sich hat, was man alles machen kann und warum das Spiel einfach so cool ist und warum ich das so oft spiele. Es ist wirklich ein richtig geiles Spiel, muss man sagen. Ich habe es schon einige Zeit gespielt. Nützlicher Tipp, willkommen in deinem neuen Vault Aufseher. Es folgt eine kurze Forschung. Das finde ich immer ein bisschen blöd, dass man immer das Tutorial noch machen muss, obwohl ich es schon diverse Male gemacht habe. Also, wir können jetzt anfangen und schon mal etwas bauen. Unter Tage braucht man natürlich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Energie. Ne, ist klar, wir brauchen Energie. Wir brauchen natürlich auch Leute, die die ganzen Sachen bedienen. Die haben wir jetzt hier. Und die, es ist so ein Grundprinzip hier, man zieht die Leute einfach... Ah, Moment, Alter. So, jetzt muss ich mal eben hier... Man zieht die Leute einfach in die passenden Gebäude rein, beziehungsweise in die passenden Räume rein. So. Sie ziehen jetzt auch da rein und dann sehen wir diese Attribute. S. S ist ein Attribut, das steht für Stärke. Und ja, das ist, bezeichnet quasi, wie geeignet ist ein Bewohner, um eine Aufgabe in diesem speziellen Raum zu erledigen. So, die Währung in diesem Spiel sind Kronkorken. Die sehen wir oben rechts. Und oben links sehen wir die 2, das ist die Anzahl der Bewohner. Und die 52, beziehungsweise 53% ist die Zufriedenheit. So, jetzt klicken wir doppelt hier drauf und jetzt, die Grafik ist schon recht cool. Das ist so ein kleiner 3D-Effekt. Wir sehen die Leute hier und man sieht es jetzt hier. 10 Energie produzieren sie. Die nächste Energie wird in 3 Minuten und 5 Sekunden produziert und man kann jetzt Tempo beschleunigen. Die Chance für einen Unfall besteht jetzt allerdings bei 31%. Das ist natürlich, ja, immer etwas, was man bedenken muss. Und oben sehen wir jetzt Energie, Nahrung, Wasser. Das sind momentan die Sachen, die wir im Blick behalten müssen. Deswegen bauen wir jetzt auch mal ganz schnell ein kleines Diner hier vorne hin und bauen noch ein bisschen Wasser für eine Wasserbehandlung. Und ihr müsst immer aufpassen, man kann auch Räume verbinden. Das heißt, man kann zwei Räume des gleichen Typs nebeneinander bauen und hat dann quasi einen größeren Raum. Und wir wollen es mal eben gucken, diese Olle hier, ne, die macht sich da ganz gut. Ah, hier macht sie sich besser. So. Er hier macht da 2, macht da 1, macht da 2. Wir schicken ihn da mal rein. Oh, weise Bewohner dem richtigen Raum zu. Ich habe es natürlich schon ein bisschen weiter gespielt, wo ich selber noch gezockt habe, ne? Aber jetzt für das Video dachte ich, wir fangen einfach mal von vorne an. Damit ich euch einfach mal zeige, worauf es ankommt. Ihr müsst also darauf achten, die Bewohner gemäß ihrer Fähigkeiten dem richtigen Raum zuzuordnen. So, wir haben jetzt 25 Kronkorken bekommen. Werden wir aber alles noch sehen, was es da noch zu beachten gibt. Erreiche Ziele, um Kronkorken zu verdienen. Tippe auf das Schleifensymbol im Menü des Pip-Boys, um die Ziele zu sehen. Ja, machen wir gleich. Er jetzt noch. Er kriegt hier Produktion 2 und S2. In den kleinen Räumen können 2 Leute arbeiten. Wenn wir den Raum vergrößern, können 4 Leute darin arbeiten. Das sind so die Grundlagen, die ihr da beachten müsst. Oh, warte mal. Du kannst Bewohner zur Erkundung ins Ödland schicken. Das sind auch noch Sachen, denn... Laufen sie quasi im Ödland rum, man muss ihnen am besten aber noch eine Waffe oder sowas mitgeben. Da hat er minus 1, da hat er auch 1. Ja, wir schicken ihn jetzt einfach mal da rein. So, jetzt haben wir einen Bewohner, haben wir jetzt noch übrig. Wir haben jetzt 6 Bewohner. Da ist noch... Ne, warte mal, den schicken wir jetzt mal... Da könnten wir ihn auch nicht reinschicken. Ja, oh, hier macht er ganz viel aus. Das heißt, wenn ich den da reinschicke, da können ja nur 2 Bewohner rein in dieses hier. Das heißt, schicke ich da einen weiteren Bewohner rein, geht der andere raus... Und geht in einen anderen Raum. Haben wir jetzt noch einen? Wir haben immer noch einen Bewohner übrig. Da macht er 1. Oh, da macht er plus 4. Das heißt, die Frau hier, nichts gegen die Frau, aber sie wird jetzt... Ja, das haben wir jetzt gerade auch gesehen. Auch noch ganz was ganz Lustiges. Schicken wir 2 Bewohner hier rein, besteht die Möglichkeit, dass sie ein Baby zeugen. Wir müssen natürlich auch immer für Nachwuchs sorgen in unseren Bunkern.
mache ich gleich noch. Beziehungsweise, ja, es ist ja momentan noch recht gut, was wir hier alles haben. Wir wollen aber natürlich noch was Neues bauen. Und wir wollen mal gucken, was wir jetzt noch so bekommen können. Also hier sind die Sachen, die wir erreichen müssen. Führe den Tempomodus erfolgreich in einem Raum durch, dann bekommen wir so eine Art Lunchbox. Das werden wir jetzt nämlich mal machen, damit ich euch das mal zeigen kann. Also, 31% Chance auf Unfall. Hier sind es nur 26. Machen wir jetzt mal. Oh, bitte lass es keinen Unfall geben. Das ist immer ganz schrecklich, wenn ein Unfall passiert. Ja, erfolgreich. Nützlicher Tipp. Verbessere deine Produktionsräume, um mehr Ressourcen zu produzieren. Tippe auf das Pfeilsymbol oben rechts, um einen Raum zu verbessern. Das können wir auch machen. Du kannst Räume verbessern und du kannst Räume vergrößern. So, wir haben jetzt eine Box bekommen. Eine sogenannte, wo ist sie? Moment. Hier haben wir sie. Eine sogenannte Vault-Tech-Box. Und in dieser Box sind Karten drin mit nützlichen Sachen, oftmals. Wir haben eine Waffe bekommen, das ist doch schon mal sehr gut, für Leute, die wir ins Ödland schicken können. Kronkorken, sehr schön. Stimpack, das sind so eine Art, ich will mal sagen, so aus dem Gesundheitswesen. Damit können sich die Bewohner heilen. Oh, das ist was Besonderes. Ja, Dr. Lee haben wir bekommen. Bewohner kann man nämlich auch sammeln. Juhu. Und du kannst natürlich auch mehrere Sachen, du kannst natürlich auch neue Sachen kaufen, ne? Ist halt auch wieder, ja, es ist kein Pay-to-Win-Spiel, auf keinen Fall. So, hier haben wir jetzt, oh, Energie. Wir haben, wo ist denn die Frau? Ich hatte doch in dieser Baracke hatte ich doch eine Frau. Die ist weg. Na gut, wir sammeln immer mal ein bisschen was ein. Und über, ach, hier ist die Frau. Die Frau soll doch da reingehen. Nein, wieso geht er denn dann raus? Ist das, nein, er geht nicht raus, er geht nicht raus, okay. So, Dr. Lee wartet auch schon. Und wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, wir können nicht mehr... Doch, wir können noch ein paar Bewohner unterbringen. Du hast den letzten verfügbaren Platz für Bewohner benutzt. Ja, jetzt müssen wir nämlich noch eine Baracke bauen. Das müssen wir nämlich mal eben überlegen, wo wir das genau machen. Denn ich will hier, das ist deiner hier, will ich am besten noch, da will ich noch eins nebenbauen und das vergrößern. Das bedeutet, wir müssen einen Aufzug bauen. Wir bauen einen Aufzug hier unten hin, damit wir da noch eine Baracke nebenbauen können. Ja, bla bla. So, die Baracke bauen wir nämlich jetzt dahin. Und jetzt sehen wir hier die Attribute. Intelligenz hat sie 9. Sie ist sehr gut, ne? Sie hat, bei Wahrnehmung hat sie 6. Das heißt, ist eigentlich generell schon mal sehr gut geeignet, um sie hier reinzustecken. Er hat nämlich nur... Oh, er hat Wahrnehmung 5, ist auch nicht schlecht. Er hat Wahrnehmung 2. Er kommt weg. Er kommt hier unten rein. Und unser neuer Professor, was ist es, unser Dr. Lee, sehen wir jetzt schon sofort, P6. Also richtig viel, was sie da gut macht. Das sind so die Grundlagen, ne? Ich versuche es jetzt so ein bisschen euch zu erklären, worum es da geht. Ihr müsst immer darauf achten, die Balken oben, dass es überm Strich ist, ne? Die Bewohner brauchen Energie, sie brauchen Essen, sie brauchen Wasser. Am Anfang, es gibt noch viel mehr Gebäude, die sich mit der Zeit freischalten. Es gibt Angriffe, es sind noch andere Leute unterwegs. Keine richtigen Leute, also Computergegner, die können euren Vault, also euren Bunker auch angreifen. Also, da müsst ihr auch immer aufpassen. Das heißt, im besten Fall, ja, da rüstet ihr auf jeden Fall die Bewohner auch aus. Und ich denke mal, ich werde wohl Dr. Lee ausrüsten. Sie ist sehr gut. Sie hat, ne, warte mal, sie hat Stärke 4. Was hat er hier? Er hat Stärke 1. Was ist hier so noch? Ja, das ist halt auch Stärke 1. Ich kann das mal eben gucken. Stärke sehen wir Dr. Lee. Alter, die ist schon Level 32. Ja, okay. Oh, hier, er ist noch ganz gut. Und er, ist das ein Kerl? Stärke 5. Na gut, dann nehmen wir ihn doch mal und rüsten ihn mit dieser Waffe hier aus. So. Und die Bewohner können, das ist auch noch ganz wichtig, können im Level aufsteigen. Die sammeln, mit der Zeit sammeln sie Erfahrung. Das haben wir ja gerade gesehen. Und steigen dann im Level auf. Und wir haben eine neue Box bekommen. Auch nicht schlecht. Am Anfang bekommt man immer recht viele Boxen noch durch die Erledigung der Aufgaben. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit Kronkorken. Auch nicht schlecht. Lederrüstung. Man kann den Leuten Kleidung anziehen, man kann ihnen Waffen anlegen. Was haben wir hier noch? Red Away. Das sind so gegen nukleare Katastrophen, wenn sich so verseuchte Ratten und sowas angreifen. Und ein Bewohner! Ja, genau, er hat eine Brille auf mit... er hat eine Brille auf mit irgendwas. So, das heißt, wir haben aber wiederum, glaube ich, alle Plätze belegt. Ich bin gespannt, ob wir den Bewohner... Wir können ihn nirgendwo mehr reinziehen. Da Energie, das Wichtigste... Die wichtigste Grund, beziehungsweise in Energie ist die Grundlage für uns. Bauen wir das jetzt hier hin und jetzt achtet mal, was passiert, wenn ich das jetzt hier hinbaue. Dann verbinden sich die Räume. Dann verbinden sich die Räume zu einem großen und wir können anstatt 2 Bewohner, können wir 4 Bewohner da reinmachen. Oh, 7. 7, das ist ein sehr guter Wert. Das heißt, die Energieversorgung ist bei uns auf jeden Fall mal hergestellt. Und ja,
Damit würde ich sagen, Leute, wir sind jetzt schon eigentlich im Grunde am Ende des ersten kleinen Videos dazu. Ich weiß nicht genau, ob noch weitere Folgen werden, das liegt an euch. Ich hoffe, ich konnte euch... Oh, hier übrigens noch. Jetzt paaren sie sich, das sieht man natürlich nicht, aber ich wollte es euch nur mal zeigen noch. Ja, das sieht man jetzt, da steigen die kleinen Dinger auf und sie kommt jetzt gleich mit einem gelben, ja, ich würde mal sagen, mit so einem gelben Pulli kommt sie jetzt gleich da raus. Und alle, die dann diesen komischen Bunkeranzug nicht mehr anhaben, als die Frauen, sondern dieses gelbe Moped, die sehen wir jetzt gleich. Achtet. Ja, da. Gucken so ein bisschen bedröppelt rein eigentlich, warum auch immer. Und ja, ist jetzt schwanger und es dauert jetzt auf jeden Fall. Es kann wirklich jetzt eine ganze Zeit dauern, bis da ein Kind kommt. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ob noch ein neues Video kommt, ich weiß es nicht, das liegt an euch. Die Android-Version wird noch auf jeden Fall ein paar Monate dauern, laut Entwickler, bis sie draußen ist. Leider unverständlich. Aber nun gut, das Spiel ist wirklich sehr geil. Ja. Hat mich gefreut, wenn ihr da Interesse habt, dass noch weitere Folgen kommen. Wie gesagt, gebt mal einen Daumen nach oben. Und ein bisschen Feedback. Und wir füllen jetzt mal eben noch kurz die Olle hier in den Generatorenraum. Und würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.